Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder den Weg auf meinen Kanal gefunden habt. Heute gibt es wie üblich ein neues Video. Der Abwechslung halber machen wir heute aber mal kein Crafting-Tutorial oder was ähnliches, sondern wir machen ein kleines Unboxing. Denn ich habe das ja letztens schon in meiner Instagram-Story angekündigt. Ich habe vor kurzem ein Paket bekommen von everydaywigs.com und das ist für mein noch geheimes Side-Project. Und ich bin super gespannt, ob jemand von euch anhand der Perücke gleich erraten kann, um was es sich dabei handelt. Bevor wir jetzt lange rumschnacken, würde ich sagen, wir packen das einfach mal direkt aus, denn ich bin super gespannt, wie die aussieht. Oh Gott, ich hätte mir eine Schere holen sollen. Guck mal, ob ich das so aufbekomme. Haben wir es schon? Kommt in dieser schönen Box, wie üblich. Ist nicht meine erste Perücke von Everyday Wigs. Ist jetzt, glaube ich, die vierte, die ich habe. Finde die immer sehr schön verpackt, muss ich sagen. Und da gucken wir mal rein. Ich habe uns das Ganze hier noch mal kurz auf den Boden verfrachtet. Dann können wir uns das etwas besser anschauen. Das ist die Perücke. Die setze ich gleich natürlich noch mal auf. Und dazu gibt es noch ein Wig Cap. Oder zwei Wigcaps sogar. Jetzt wollen wir uns das Ganze hier noch mal im Detail kurz angucken. Dafür packen wir die mal schnell aus. So, also die hat ein relativ langes Lace, muss ich sagen. Und auch hier wieder so ein U-Part, also damit ihr einen relativ tiefen Scheitel in der Mitte tragen könnt. Hat drei Kämme an den Seiten drin, damit die ein bisschen besser auf dem Kopf hält. Und hinten natürlich wie üblich, das haben ja eigentlich fast alle Perücken, diese Klemmen, damit ihr die Perücke enger stellen könnt. Je nachdem, wie groß euer Kopf halt ist. Bevor wir die Perücke jetzt tragen können, müssen wir aber erstmal hier das Lace abschneiden. Und ich mache das meistens, während die sich auf einem Perückenkopf befindet. Denn so kann ich hier relativ einfach schön eng an dem Haaransatz lang schneiden, ohne hier, ich sag mal, in die eingeknüpften Haare reinzuschnibbeln. Das wollen wir natürlich nicht. Und wichtig ist dabei auf jeden Fall, dass ihr eine sehr scharfe Schere benutzt. Denn ihr wollt ja einen sehr, sehr glatten Schnitt haben und nicht, dass ihr hier solche Fransen nachher reinschneidet ins Lace. Das lässt sich dann immer etwas schwieriger verblenden. Ich mach das mal so, dass man es sieht. So. So, ich habe mir hier schon schön mein Netz aufgesetzt, wie ihr seht. Ich sehe immer so ein bisschen aus wie so ein Eierkopf. Ich verzichte allerdings meistens auf diese Wigcaps, denn jeder, der von euch schon mal ein Videotutorial hier von mir geguckt hat zum Thema Perücken, weiß, dass ich die nicht besonders gerne mag. Denn die drücken mir immer zu sehr an den Schläfen ein und ich finde auch, dass die Kopfhaut nicht so gut atmen kann. Deswegen so ein Meshcap. Die kann man nämlich auch ganz gut mit Klemmen einfach feststecken. So, jetzt wollen wir mal gucken. Puh, die müssen wir gleich auf jeden Fall einmal ordentlich bürsten. Sieht noch ein bisschen wuselig aus. Ich muss mal hier kurz auf dem Handy nebenbei gucken, damit ich mich mal selber sehe. Ja, cool. Also auf jeden Fall muss ich ein bisschen Volumen rausnehmen, fürchte ich fast. Und was ich noch ganz cool fände, wenn die hinten eine Klemme drin hätte. Das haben aber die wenigsten Perücken. Deswegen habe ich diese Dinger, ich zeige euch die mal, immer zu Hause liegen. Die kaufe ich meistens in so einem riesen Pack. Und dann kann man hinten einfach noch eine reinnähen, damit einem die im Nacken auch nicht nach oben rutscht, sondern da bleibt, wo sie hingehört. Okay, ich würde sagen, ich hole mal schnell eine Bürste und bürste das mal einmal zurecht, damit wir mal einen Eindruck davon haben, wie das nachher aussehen kann. So, ich habe mir das Monster jetzt einmal zurechtgebürstet und wie man vielleicht schon sieht, die hat unglaublich viel Volumen. Also es ist echt krass. Ich muss die wahrscheinlich, vor allem auf dieser Seite, sogar noch ein bisschen ausdünnen, damit die einfach nicht ganz so puffig auf meinem Kopf ist. Ich zeige euch die aber noch mal kurz von hinten. Ohne, dass ich jetzt das Mikrofon hier aus der Kamera reiße. Ich würde behaupten, man darf hier nichts sehen, weil die einfach sehr, sehr dicht ist.
Und das Schöne ist, jetzt habe ich endlich mal wieder eine kurze Perücke, denn ich habe viel zu wenig davon. Ich habe sehr viele Perücken, aber wenig kurze, denn die verfilzen einfach nicht so doll. Gerade wenn man sie mal auf einer Convention oder so trägt, ist das doch sehr, sehr angenehm, kurze Haare zu haben. Ich denke, so ein bisschen Arbeit habe ich mit der auf jeden Fall noch vor mir, aber nichts, was man nicht selber mit ein bisschen Zeit hinbekommt. Ich bin, wie gesagt, gespannt, ob ihr erratet, für welches Projekt die sein könnte. Ich gebe euch drei Hinweise dazu. Es handelt sich um einen Gaming-Charakter. Der Charakter ist nicht menschlich und ich werde ein Eigendesign machen. Wenn ihr Ideen habt, postet die mal unten in die Kommentare. Ich bin super gespannt, ob das jemand errät. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das kurze Unboxing hat euch heute gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo für meinen Kanal da und wir sehen uns beim nächsten Mal.